Vor 130.000 Fans ist Schlagerstar Helene Fischer beim Open-Air-Konzert in München aufgetreten. Und das, obwohl es in Strömen geregnet hat. Der Boden des Konzertgeländes war überschwemmt. Die Feuerwehr pumpte den Boden ab. Viele Fans waren sauer, weil im Stadion keine Regenschirme erlaubt waren. Sie waren von überall her angereist, standen seit mittags an und hatten nur Regencapes als Schutz. Viel Ärger gab es auch im VIP-Bereich. Das ist kein VIP. Nee, und das sitzt, man kann nicht sitzen. Also ist ganz schlimm ist das hier, wirklich. Die Plätze waren weit weg und wegen der Nässe konnte man nicht sitzen. Um die Stimmung unter den Fans anzuheizen, wurde auch der umstrittene Song Laila gespielt. Es war das einzige Konzert von Helene Fischer im Jahr 2022.